Das Regio-TV Plus jetzt für euch am Koffermarkt in Zwingen. Es ist bereits die fünfte Ausgabe. Bei mir ist Angie. Angie, wer sind ihr eigentlich, was sich hier zusammengerauft hat, um das zu machen? Weil das kannst du mir nicht erzählen, du musst das alles allein machen. Nein, wir sind zu fünften hoch. Und zwar habe ich hier in Zwingen ein Lädchen. Und sie bringen alle Sachen zu mir in die Kommission. Dann war mal die Idee, wir könnten ja mal einen eigenen Markt organisieren. Weil wir selber alle auch auf den Markt gehen. Und so ist das einfach fünf Kolleginnen entstanden. Jetzt mach schnell in Gedanken einen kleinen Rundgang. Was trifft man alles an? Es ist ganz Schmuck gemacht in verschiedenen Zellen rund um das Schlössli herum. Also das ganz Wichtigste ist, dass alles handgemacht ist. Und dass wir wirklich, wir sind etwa 45 Aussteller, dass es abwechslungsreich ist. Also wir haben sicher 7 mit Schmuck. Aber jeder macht es anders. Ein mit Glas, ein mit Silber. Beton trifft man, Töpfern, Kärtchen malen, genäht sehr viel. Dort sind auch etwa 7-8 Stück, aber alle in einem anderen Stil. Was haben wir noch? Mein Essen natürlich, ich backe und mache Mandeln, Magenbrot und so Sachen. Was ist denn hinten in der Bürgerstube? Das ist auch Markt. Also es ist hier in der Kapelle ist Markt, im Lindengarten und im Rammsteiner Turm in 3 Stück. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast die Sachen alle gesammelt schon für dich so im Voraus und darum ist das die Idee auch entstanden. Wie wertet ihr denn aus, wer darf mitmachen? Sind das alles Leute, die mir hier auszwingen sind? Oder hast du da ein bisschen deine Connection? Wir sind nicht, aber es ist natürlich schön, also nicht von Zwingen, vom Laufental, von der Region. Und im Juni, wir haben eine Homepage, schalten wir das auf, dann muss man sich bewerben. Also wirklich ausfüllen, was man macht und Angaben und alles. Und dann suchen wir aus und zuerst tun wir schon die Berücksichtigungen aus dem Laufental und dann füllen wir einfach auf und vor allem einfach, dass es vielseitig ist. Angie, könnte man sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich meine, es ist ein 5-jähriges Jubiläum eigentlich heute. Ja, sicher. Und was natürlich schön ist, heute bei 20 Grad. Wir hatten wirklich ein bisschen Pech und ja, es ist super. Und man sieht es ja jetzt auch schon an den Leuten, die kommen. Tipptopp, viel Spass noch. Ja, danke schön vielmals. Merci.